Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Die Kramnik Challenge verlief für Vincent Keimer unglaublich spannend am letzten Tag, natürlich auch für die Zuschauer. Und im folgenden Video werde ich euch verraten, ob er es geschafft hat, das Turnier zu gewinnen und sich für die nächste Etappe der Champions Chess Tour zu qualifizieren, um dort gegen, unter anderem gegen Magnus Carlsen zu spielen. Vor der letzten Runde, der 15., führte Vincent Keimer mit einem halben Punkt Vorsprung vor Wanda Liang und einem Punkt Vorsprung noch vor zwei weiteren Spielern. Und es war klar, ein Remis würde ihm reichen, denn er hatte in der 14. Runde, also eine Runde davor, gegen Liang gewonnen. Und es zählt dann erstmal der direkte Vergleich bei Gleichstand. Und wir schauen uns jetzt die letzte Runde an gegen Dinara Sadurakasova aus Kasachstan. Sie beginnt hier mit Weiß gegen Vincent und zwar Springer F3. D5, D4. Ich kann schon mal vorwegnehmen, Liang, das war auch sehr spannend, stand eigentlich total auf Verlust in der letzten Runde. Ich habe das live verfolgt. Gewann dann aber und hatte dann Vincent überholt. Einen halben Punkt. Das heißt, Vincent musste unbedingt hier mindestens Remis spielen in dieser Partie. Nun gut. Schauen wir, was passiert ist. Springer F6, C4, E6. G3, die katalanische Eröffnung. Häufiger Gast, auch hier auf diesem Kanal, habe ich schon viele Partien analysiert. Läufer B4 Schach, Läufer D2, Läufer E7 zurück. Der Läufer wird nach D2 gelockt und dann geht der Läufer zurück nach E7. Schwarz argumentiert, dass der Läufer auf D2 nicht besonders gut entwickelt wird. Wir werden auch sehen, der Läufer geht dann noch meistens nach E4 später. Läufer G2, Rochade, C6. Ich meine, ich hätte vor kurzem schon eine Partie von Vincent analysiert, in der er diese Variante gespielt hat. Habe ich jetzt aber vergessen nachzuschauen. Dame C2, Springer BD7, normale Entwicklungszüge. Läufer F4, der Läufer macht Platz für den Springer. Logisch. Hier wird meistens B6 gespielt, um den weißfeldrigen Läufer zu entwickeln, der ja natürlich hinter der Bauernkette steht. Ne? Aber Vincent spielt hier A5. Ich bin mir nicht sicher, es ist schon ein paar Mal gespielt worden, aber es hat einen Nachteil und zwar schwächt es hier das Feld B6. Und wir werden auch sehen, dass das ein Problem ist. Zumindest in dieser Partie. Springer BD2. Springer H5 greift den Läufer an, der geht zurück. Läufer E3. Hier wurde schon einige Male F5 gespielt. Das ist aber sehr, sehr aggressiv. Der junge deutsche Spieler spielt H6. Turm FD1, Läufer D6 stellt den Läufer hier besser. Springer B3. Weiß möchte mit dem Springer jetzt früher oder später nach C5 rein, ne? Beziehungsweise das ist eine der Ideen. Dame E7 erstmal. Und A4. Weiß gewinnt Raum am Damenflügel. Und jetzt kommt B6. Allerdings hat jetzt Schwarz so lange gewartet mit diesem Zug und der Entwicklung des weißfeldrigen Läufers, dass es hier schon, dass die Stellung hier besser ist für Weiß. Zumal auch, und das ist auch ein Problem, der Springer auf H5 gestrandet ist und den hat er nicht zurückgespielt. Also Schwarz hat sehr viel Zeit verloren in den letzten 5-6 Zügen. Und Weiß nutzt das jetzt hier aus, indem sie Springer E5 spielt. Starker Zug, greift den C6 an. Und hier ist das Problem, Schwarz darf nicht nehmen auf E5, egal ob mit Läufer oder Springer. Sagen wir mal Läufer, D schlicht E5, weil hier gibt es zwei Probleme. Insbesondere Läufer F3 mit Angriff auf den Springer ist ein Problem. Der kann ja nicht zurück nach F6. Und wenn der Springer auf E5 nimmt, dann hängt der Bauer auf B6 und dann der auf A5. Nach Springer E5 entwickelte Keimer den Läufer, Läufer B7. Springer schlicht D7, Dame schlicht D7 und jetzt ganz stark C5. Greift den Läufer an, greift den Bauern an. Wenn Schwarz hier nimmt, B schlicht C5, Springer schlicht C5, Dame E7 zum Beispiel, Turm DC1, dann hat Weiß eine strukturell deutlich bessere Stellung mit dem schönen Springer auf C5 und den schwachen Bauern auf C6 und A5 von Schwarz. Das gefiel Keimer nicht und er ging einfach zurück nach E7. Er hat sich aber hier verrechnet. Weiß gewinnt erstmal einen Bauern auf B6. Hier dachte wohl Keimer, dass er mit Dame D8 den Bauern zurückgewinnt. Aber es geht hier sehr stark Springer C5. Das Problem ist, auf Dame schlicht B6 kommt Springer D7 mit Qualitätsgewinn. Das hat er wohl keiner übersehen. Und jetzt steht er schon mit dem Rücken zur Wand. Er probiert hier Läufer A6. B4, starker Zug.
Jetzt nimmt Keimer auf B6, weil nach Springer D7, Dame schlicht B4, er immerhin noch diesen Bauern auf B4 bekommt. Springer schlicht F8, Turm schlicht F8, Läufer F3. Da haben wir es, das Problem hier. Läufer F3 mit Tempo deckt hier den Bauern, der angegriffen ist, und greift den Springer auf H5 an. Den Keimer vor, wann war das? Im 10. Zug, vor 13 Zügen dahingestellt hatte. Und der Springer am Rand steht halt ganz schlecht. Ne? Ungedeckt. Geht zurück, Springer F6. Aber jetzt hängt ein Bauer auf C6. Dame schlägt C6. Mit Tempo, mit Angriff auf den Läufer. Hier steht Weiß auf Gewinn. Warum? Ja, sie hat eine Qualität mehr, ne, in dieser Stellung. Und dafür hat Schwarz nichts. Ja, einfach eine Qualität mehr. Gut, Keimer gibt natürlich nicht auf. Es ist eine Schnellschachpartie und es geht um Platz 1 bei diesem Turnier. Und diesen super Preis, nämlich bei der nächsten Etappe der Champion Chess Tour mitzumachen, halt, ne, gegen Carlsen und Co. zu spielen. Läufer C4. Turm DB1. So, hier zum Beispiel verpasste Weiß einen relativ simplen Zug. Läufer D2 mit Angriff auf die Dame und danach fällt der Bauer A5. Also da hat sie wirklich sehr, sehr einfachen Zug verpasst, ne? Die kasachische Spielerin. Die Dame muss weg und danach fällt der Bauer A5. Sagen wir mal, ja, wo soll die Dame überhaupt hin? Dame B2, Läufer A5. Und dann hat Weiß noch einen Bauern gewonnen. Dann zieht der Läufer wieder zurück und dann schwupp, 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 schwupp wird der A-Bauer durchlaufen. Das ist easy win eigentlich. Glück für Keimer, denn Sadukasova spielte Turm DB1, jagte jetzt die Dame hier. Dame C3, Turm C1, Dame B2, Turm AB1. Das bringt alles gar nicht so viel. Dame A2. Wahrscheinlich hoffte sie, dass die Dame hier gefangen wird, aber ist nicht der Fall. Dame B6, auch nicht der beste Zug, greift den A5 an. Aber jetzt kommt Läufer B4. Und plötzlich hat Schwarz hier zwei super Läufer, ne? Gestützt von den eigenen Bauern. Plus Angriff auf den Bauern E2 hier. Jetzt kommt ein dicker Fehler von Weiß. Läufer F4. Sie opfert den Bauern E2, aber ohne Kompensation jetzt. Ganz stark wäre damit C6 gewesen, aber das ist schwierig zu sehen mit der Idee, wenn auf E2 genommen wird, dann wird hier, dann wird die Dame gejagt und dann hat die kein Feld mehr, weil die Dame, die Weiße, die C-Linie deckt. Ne? Also wenn der schwarze Läufer auf E2 nimmt. Nun gut, Läufer F4. Was soll's? Keimer soll's recht sein. Läufer E2, Läufer E2, Dame E2 und hier ist der ganze Vorteil inzwischen schwupps. Weg, weil ein ganz wichtiger Bauer verloren gegangen ist. Der Läufer ist sehr stark, der Springer kommt hier rein und jetzt materiell ist es auch noch okay. Springer und Bauer gegen Turm, das ist nicht ganz so schlimm, ne? Und dementsprechend ist das noch in Ordnung. So, WhatsApp erstmal stumm schalten. Hier ging es weiter mit Dame B5. Weiß bietet den Damentausch an, Schwarz möchte es aber nicht. Dame F3. Turm C2, Springer E4, Dame F1, G5, starker Zug, Läufer E3, die Figuren werden zurückgedrängt. Hier Springer C3, das bringt nicht so viel. Ne? Keimer wollte diesen Bauern hier gewinnen, ist aber ein Fehler. Turm C1, Turm BC1 und jetzt Springer hätte zurückgehen müssen. Er nahm aber diesen Bauern. Großer Fehler, warum? Hat er übersehen? Dame B5. Und plötzlich, guckt euch mal diesen Springer an. Jetzt haben wir in dieser Partie schon zwei Situationen gehabt, wo wir einen Springer am Rand hatten. Auf H5. Und ist das nicht der gleiche Springer, der über F6, E4, C3 nach A4 ging? Der gleiche Springer jetzt auf der anderen Seite am Rand auf A4 und der ist weg. Der hat kein Rückzugsfeld. Der kann nur nach C3, aber jetzt natürlich weiß Turm schlicht C3, Läufer schlicht C3, Turm schlicht C3, transformiert und hat eine ganze Figur mehr für zwei Bäuerchen. Wobei der A-Bauer, der wird bald fallen. Hier steht Weiß eigentlich auch technisch auf Gewinn. Keimer kämpft weiter. Dame D1 Schach. König G2. A4. Turm C1. Dame B3. Hier meinte Keimer im Anschluss, hier tauschte jetzt Sadukasova die Damen. Dame schlicht B3. Hier meinte Keimer, wenn sie sowas wie Dame A6 spielt, Turm A1 und die Damen auf dem Brett lässt, dann wird Weiß einfach gewinnen. Und ich verstehe auch, was er meint, weil der schwarze König ist schon so ein bisschen offen hier. Vielleicht können wir später mit H4 hier angreifen, auf die siebte Reihe mit den Schwerfiguren, insbesondere über die schwarzen Felder später. Da hat er, ja, das hat er natürlich sehr gut verstanden, ne? Dass er hier nichts machen kann groß. Ne? Wobei, ich sehe hier noch ein paar technische Tricks, vielleicht hier auf den schwarzen Feldern, auf den weißen Feldern, einen Dauerschach anzuvisieren, aber
ist natürlich unrealistisch, wenn Weiß aufpasst, ne, und zum Beispiel mit dem Turm auf der Grundreihe bleibt und ja, erst spät vielleicht den Turm aktiviert. Auch hier wieder Glück für Schwarz, Dame B3, AB3, Turm B1, Turm B8, König F3. Gucken wir uns dieses Endspiel an. Interessanterweise ist dieses Endspiel nicht so einfach. Warum? Weiß braucht sehr, sehr lange hier im König, um diesen Bauern jetzt hier zu gewinnen. In der Zwischenzeit wird Schwarz den König aktivieren und hier die Bauern so hinstellen, dass es technisch nicht so einfach wird für Weiß das zu gewinnen. Ja? Wenn man sowas verteidigt übrigens, ist ein ganz wichtiges Ziel, Bauern tauschen mit dem Verteidiger. Weil, wenn die Bauern alle getauscht werden, dann bleibt nur noch Turm und Läufer gegen Turm übrig. Und das theoretisch. Ne? Theoretisch. Man kann natürlich immer noch versuchen zu gewinnen, klar. Und das wissen diese Spieler natürlich und wollen natürlich Bauern tauschen. Wenn ihr zu diesem Konzept etwas mehr erfahren wollt, dann guckt euch mein Video an, die goldenen Endspielregeln. Da habe ich einige Beispiele untergebracht, in dem dieses Konzept ausführlich erläutert wird. Machen wir weiter hier mit König G7, König E2, König G6, König D3. Ich habe diese Passage jetzt bis zum Schluss nicht so ausführlich analysiert, weil es ist, wahrscheinlich hat Weiß auf dem Weg zum Schluss hin irgendwo Gewinne verpasst. Jetzt nehme ich das Ergebnis so ein bisschen vorweg, aber die Partie endete Remis. Und damit qualifizierte sich Keimer für die Champion Chess Tour. Ah, wir gucken uns das hier noch zu ändern. Wie ging es hier weiter? G4. König C3, H5, Turm B3. Jetzt nicht die Türme tauschen. Den Turm braucht Schwarz. Nicht Figuren tauschen, Bauern tauschen. König D3, Turm A1, Turm B8, Turm H2, Turm A1. Plötzlich verliert Weiß diesen Bauern hier. Hätte man vorher wahrscheinlich auch anders spielen können. Läufer F4, Turm A2, König E2, Turm A1, Turm Schach hier auf G8, König H7, Turm E8, H4. Weiter Bauern tauschen mit Schwarz. GA4, Turm A4. Weiß hat nur noch zwei Bauern übrig, Schwarz hat vier. Und der Läufer kann nichts angreifen. Den kann man natürlich super aufstellen auf E5. Das macht jetzt hier die Spielerin aus Kasachstan. Aber König G6, König E3, der Läufer greift nichts an. Der steht zwar schön auf die Diagonalen, der greift aber nichts an. König F5, Turm F8, Turm Schach hier, zurück, König G6, deckt den Bauern. Turm G8, König F5, Turm A8. Jetzt bietet sie den Turmtausch an. Hier hätte Keimer die Türme tauschen können. Schlagen, schlagen und jetzt F6. Dann E5, dann wird dieser Bauer getauscht auf D4 und später wird man diesen einen Bauern auch noch irgendwie getauscht bekommen. Die Engine zeigt hier schon an, dass das ausgeglichen ist. Stattdessen Turm A3. Turm F8, Turm zurück nach auf die siebte Reihe, König F1. Ihr seht, Schwarz wartet jetzt mit dem Turm ab auf der siebten Reihe, macht nichts und wartet ab. Sagt sich, ja, ich decke meine Schwäche auf F7, sieh du zu, wie du hier Fortschritte erzielen möchtest. Und tatsächlich, sie schafft es nicht letztendlich. Ne? Am Ende tauscht sie jetzt den F-Bauern, das heißt noch ein Bauer weniger und jetzt ist nur noch dieser eine Bauer übrig. Das ist inzwischen ausgeglichen. Natürlich probierte sie jetzt hier noch zu gewinnen, aber letztendlich, ich ziehe das jetzt hier schneller durch, bevor das zu lange dauert, schaffte sie es nicht. Und am Ende tauschte sie den Turm. Und das war natürlich klar hier, F6 und dann E5. Der letzte Bauer wird getauscht. Und dann ist es einfach Remis. Ne? Nur mit dem Läufer kann man nicht matt setzen. Ja, herzlichen Glückwunsch an Vincent. Das ist natürlich ein schöner Turniersieg. Kramnik Challenge gewonnen. Hat sich qualifiziert für die nächste Etappe der Champion Chess Tour. Die wird stattfinden Ende August. Ich glaube 28. August bis 9. September oder sowas ist die nächste Etappe und dort wird er unter anderem, ich meine, auf Magnus Carlsen treffen und natürlich die vielen anderen Top-Großmeister. Mega, mega Erfolg und eine richtig geile natürlich, ja, Chance für ihn, sich gegen die Besten der Welt zu messen. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, war eher so ein bisschen spannungsbogenmäßig, ne? Die Partie selbst war eher so dramatisch, nicht besonders hochklassig, aber ich kann ja hier nicht nur Perlen der Schachkunst zeigen. Sind auch normale Partien hier halten. Checkt auch meine anderen Kanäle aus. The Big Rig Highlights und The Big Rig Shorts. Würde mich freuen. Bis bald. Macht's gut.